Ciao. Survival. Ach, hier ist wieder die Dings, die angebliche unbekannte Höhle. Die Höhlenmalerei, die man ja da angeblich, da drüben stehen schon wieder welche. Was ist denn hier los? Feiern die, was geht denn hier ab? Ist ja unglaublich. Ich war ein bisschen geduckt hier lang gehen, damit ich hier vielleicht ungesehen dahin komme. Ah, wie hübsch das doch ist. Ja, Alter, 20 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show im Stream und zum Live-Let's Play von Far Cry. So, müssen wir mal schauen, dass wir da drüben jetzt mal rüberkommen und so schnell wie möglich, vor allem, weil es wird relativ zügig Nacht und auch... Und es wird... Alter. Und es wird auch relativ zügig wieder Tag. Das ist das Problem, weil die Nächte halten doch nicht so lange. Ich dachte, die halten länger. Tschüss, Timmy. Ja, Timmy, trink du mal ein bisschen. Waren wir da drüben schon? Ach, das war die Insel mit dem Dings, ne? Das war die... Stimmt, die haben wir in einer Folge, hatten wir die, die Insel da geklärt. Stimmt, ich entsinne mich. Als wäre es gestern gewesen. Dabei ist es schon fast 2 Wochen her. Naja. So. Und ich schwimme... Sail away! Dream your dream! Was? Alter! Timmy! Oh, guck mal. Bisschen Schilf nehmen wir mit. Wenn ich schon einmal hier bin, ne? Pitch, patch, pitch, patch, pitch, patch, pitch, patch, pitch, patch, pitch, patch. So. Dann. Pitche, patche, pitche, patche, pitche, patche, pitche, patche, pitche, pitche. So, jetzt schauen wir mal ganz schnell da oben, dass wir jetzt hier den Elch jagen können, weil so langsam wird es echt Nacht und es dämmert und ich habe ja. Und falls sich, wie gesagt, viele Fragen, die vielleicht nicht das Let's Play gucken, sondern hier gerade auf Twitch zu gucken und die ersten Folgen nicht gesehen haben, ja, ich spiele immer noch ohne Karte. Wo ist denn deine Karte hin? Ich habe es ausgemacht. Macht die ganze Sache spannender. Aber das... was? Ich bin nicht da. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Ich gehe jetzt straight zum Wegpunkt. Weil ich habe Angst, dass es wieder Tag wird und so. Ich weiß, man könnte, wie gesagt, schlafen und so und pipapo. Ne, aber wem es nicht passt, wie gesagt, der kann gerne woanders gucken. Ne? Der kann gerne, wie gesagt, ist kein Thema. Gibt so viele tolle Streams, wo man gucken kann. Ich finde das ja sowieso... Was machen die? Ah, ich kann Bestie zähmen. Warte mal. Wie schmeiße ich den Köder? Scheiße, wie schmeiße ich den Köder? Nein, 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 nein. Schmeiß den scheiß Köder. Wie schmeiße ich den Köder? Nicht angreifen. Nein, hör auf. Scheiße, fuck. Ich hab die scheiß Keule geworfen, ne? Schmeiße ich denn diesen dämlichen Köder? Achso. Kein Tier scheint sich für seinen Köder zu interessieren. Toll. Voll die Mobbingtiere, ehrlich. Ich glaub's ja wohl. Voll die Mobbingtiere. Köder? Nö, nehm ich nicht. Da kann er mir von mir sonst was hinschmeißen. War eine gute Idee, nachts hier lang zu laufen. Ich streichel doch nicht einen Dachs, bist du verrückt? Ich brauch den Dachs. So. So, jetzt haben wir nach und jetzt beeilen wir uns mal schnell dahin zu kommen. Ich hoffe, das klappt. Verdammt, jetzt müssen wir ja noch rumlaufen. Moin Schnoggi, grüße dich. Hallöchen. Willkommen zum Live-Let's Play. Och man, nun, ich kann nicht, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich muss abgrabbeln. Es leuchtet. Ah, geh weg. Lass mich. Lalala. Ist der Elch? Ist der Elch das? War das der Elch? Alter, wo ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Ich mach mal eine Schnellreise hin. Weil sonst, das dauert doch, glaube ich, ein bisschen zu lange. Verdammt. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir das packen bis dahin. Vor allen Dingen auch,
Aua, au, Alter, der Idiot rennt schon wieder in das Feuer. Du bist doch dämlich. Du bist doch voll der Dämlack. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier der... Wo ist der, wo ist denn der Wegpunkt? Ja, natürlich da oben. Hm, Mist. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie schnellstmöglich hin. Und ich hab schon... Ich hab mich schon... Ich lasse es jetzt liegen. Nein, lass ich nicht. Tut mir leid, ich muss es einfach tun. Ich bin so ein ressourcengeiler Heini. Der Ressourcen-Uwe. So, wieso brennt denn da in der Baum? Ach nee, das ist Leuchtfeuer, was wir entfacht hatten. Was wollte ich vorhin gesagt haben? Ich wollte vorhin irgendwas erzählt haben. Ach ja, stimmt, ne? Ich finde das ja sowieso total ätzend und nervig, wenn du dann so Leute hast. Das hatte ich, glaube ich, schon in ein paar Folgen mal erzählt gehabt. Wenn du nicht so spielst wie die... Alter, der Leuchten... ciao. Wenn du nicht so spielst, wie die das wollen. Weißt du? Wir schreiben dann so Kommentare unter Videos wie... Ey! Sammeln wir das! Dann kannst du dir das und das kraften. Und wenn du es nicht machst, weißt du dann sofort... Nein, du bist voll der Vollnoob. Du machst überhaupt nicht das, was ich sage. Mm. Ja, erstens, für die Leute, ne? Ich spiele so, wie es mir gefällt. Zweitens, wie gesagt, es gibt genug andere Let's Plays von Far Cry, die wesentlich vielleicht interessanter sein könnten. Vielleicht nicht so spannend, ich weiß es nicht. Angeber. Und, nein, aber wie gesagt, es gibt so viele tolle Streams und Let's Plays und YouTube-Kanäle, wo man gucken kann. Und hast du nicht gesehen, Bibabo? Und wie gesagt, ich spiele so, wie ich das für richtig halte. Und wem es nicht passt, der kann gerne woanders gucken. Bin ich auch nicht böse drum, mein Gott. Meinungsfreiheit. Kann man so sagen. So, hier Elch, ja, geil. So. Der Groschelch. Der Groschelch, du. Falschi. Laugari Happy Hadarsch. Folge dem Pfad der Leuchtkäfer. Ah ja. Da sind Leuchtkäfer. Und mir läuft auch die Nase. Alter, ich muss so. Entschuldigung, ich musste voll abniesen. Das ist. Fenster ist aber zu. Alter, das ist so mies. So, wir müssen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich weiß. Ich kann es nicht, ich kann nicht anders. So. La, la, la. La, la. Was? War was? War ich nicht. Es tut mir so leid. Hier schaut, es tut mir so leid. Was leuchtet denn da oben? Was ist das denn? Da steht bestimmt der Elch gleich empor. So mit so, mit so einem Heiligenschein so auf dem Deckel. Oh, ich bin erleuchtet. Guck, wie schnell sich der Mond bewegt. Da sind Bienen. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Das ist so. Es tut mir so leid. Warte auf den Großelch. Wir sollen auf den. Kann ich ihn auch entzünden? Geil, okay. Töte und heute den Großelch. Wo ist er hin? Ich habe keine Zeit für euch, Affen. Ciao. Alter. Ich habe keine Zeit gerade für die Affen. Bleib hier. Renn nicht weg. Du. Ich wollte gerade was Schlimmes sagen. Das spare ich mir jetzt gerade mal. Du kleiner Pipi. Hör, geh weg. Aua. 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 Geh weg. Wo ist der Elch? Oh, wir haben Kundschaft. Voll aus dem Bild gauen. Voll aus dem Bild gauen, Alter. Voll aus dem Bild gauen. So. Tralala, tralali, tralalo. Wo ist der... hallo?
Wo ist... Ah, da, Gott sei Dank. Alter, Gott sei Dank gibt's da einen Wegpunkt. Ja, ich spiele ohne Karte. Der Großelch abgeschlossen. So. Warte mal eben. So, weiter geht's. Ich, ja. Da kommen schon die ersten Fragen rein, warum ich nicht gesehen werde auf der PlayStation, weil ich ja unter einem anderen Account spiele. Und dann werde ich gefragt, ey, hast du nicht gesagt, du wolltest streamen? Und ich stehe offline als Reflex, weil ich ja nicht unter Reflex GER spiele, sondern unter einem anderen Account. Weil dieser Account ist ja nur für die Let's Plays da, deswegen. So, was wollte ich jetzt tun? Ich wollte mal eben... Oh, Pferd. Wir haben 6 Fähigkeitspunkte. Da habe ich schon etwas länger nicht mehr reingeguckt. Nachladen für Bögen. Lade jeden beliebigen Bogen mit Pfeil auf, während du sprintest. Klingt interessant. Was haben wir hier? Tiermarkierung. Okay, wir können Tiere jetzt dann auch markieren, wenn wir das nehmen. Teilweise geleerte Gesundheitsbalken reagieren sich automatisch. Okay. Du suchst die Gegner automatisch, wenn du einen Takedown ausführst. Wenn du Takedown ausführst, werden die automatisch durchsucht. Was haben wir hier noch? Ah, das kostet 2 Fähigkeitspunkte. Ich werde das mal mit dem Dings nehmen, mit dem Bogen. Das klingt sehr interessant. Verbessert die Stabilität des Bogens beim Ziel mit L2 deutlich. Nehme ich. Mama Fati. Und die Rohstofftaschen werden im Jägerblick gesehen. Das machen wir auch mal. Mama Fati, Fati, Mama. So, was haben wir denn hier? Wir können Takas Höhle ausbauen. Wie geil. Cool. Stimmt, weil wir das Dachsfell ja gesammelt haben. Siehst du? Das ist eine gute. Das ist eine gute Sache. Entschuldigt bitte. So, warte mal. Pass mal auf. Wir könnten jetzt eigentlich theoretischerweise mal eben zurück zum Dorf gehen, unsere Höhle ausbauen. Und würde dann sagen, dass wir dann als nächstes im Dorf uns mal nach einer Mission umsehen, ob wir da eine neue Mission haben. Machen wir eine Schnellreise zum Dorf. Und werden dort. Ja, mal das Dorf inspizieren, ob wir da neue Bevölkerung hinzugefügt bekommen haben. Wir werden Ressourcen auffüllen, etc., etc. und unsere Höhle ausbauen. So, warte mal, ich trinke mal einen Schluck. Ah, schmeckt gut, wenn da keine Kohlensäure mehr drin ist. Boah. So. Ja. Habe ich auch so gedacht. Wie sich freut. Yeah, yeah, verbessert Takas Höhle. 3000 XP Erfahrung. Sehr schön. So. So, Belohnungslager öffnen. Voll, 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 voll. Da ist nichts voll. Da. Okay, Schiefer, Cosma Schiefer können wir wieder mitnehmen. Ein bisschen Alderholz, wenn wir schon einmal dabei sind. Ich weiß ja, warum meine Beutentaschen immer so voll sind. Wenn ich hier mal alles mitnehme, ist kein Wunder, dass ich unterwegs dann immer die Taschen voll sind. Das heißt, ich muss mal schauen, dass ich demnächst mal unterwegs ein bisschen mehr mitnehme, als wie immer hier im, als wie im Dings. So, was haben wir noch? Können wir hier sonst noch was bauen? Was braucht sie hier eigentlich? Kennst du das, wenn deine Lippen zusammenkleben bleiben und die nicht mal auseinandergehen? Das ist mir jetzt gerade passiert. Mammuthaut, wollte ich sagen. Alter, Mammuthaut, natürlich. Du hast doch nicht mal alle. Mammuthaut! Geh selber Mammuthaut sammeln! Geh selber! Manutushis
Schön. Ja. So. Was ist mit ihm da brauchen wir? Ach stimmt, das war Wolfsfell, ne? Okay, aber da hinten ist eine Mission bei unserem lustigen Magier. Wollen wir mal hingehen? Der hat auch noch keine Hütte hier. Was braucht er hier? Jaguarfell, Alter. Wir müssen so jagen gehen. Wir müssen sowas von auf die Jagd gehen demnächst mal. Ich glaube, das werden wir demnächst mal machen, dass wir mal nur auf die Jagd gehen. Einfach mal nur Tiere jagen. Da werde ich mir einfach mal aufschreiben. Guck mal, der braucht Alderholz und seltenes Löwenfell. Löwenfell, Alter. Das ist so mies. Dass wir mal einfach nur mal, dass ich mir das einfach mal notiere. Kann man das im Menü sehen? Warte mal, ich schau mal eben. Ach, man kann das ja, hier im Menü sehen. Dann brauche ich mir das gar nicht aufschreiben. Dann kann man sich das im Menü angucken, was man braucht. Und dann geht man einfach ein bisschen jagen. Zum Beispiel, er hat noch gar keine Hütte. Bei dem würden wir nämlich auch Missionen kriegen. Jaguarfell. Da würde ich sagen, dann gehen wir demnächst mal ein bisschen Jaguarfell und Wolfsfell organisieren. Und, habe ich das jetzt gerade... Nein, huch. Habe ich es gerade richtig gesehen? Du hast deine Höhle vollständig ausgebaut. Okay, zwei Upgrades gibt das immer. Ist ja interessant. Was haben wir hier? Wir haben 77 Leute in der Bevölkerung. Bis 300 geht das Maximum. Da sind wir schon auf einem guten Weg, finde ich. Das ist sehr interessant. So, okay. So, gehen wir mal hier rein. Jetzt trink. Oh nein, bitte nicht. Nein, ich trinke kein Blut der Sonne. Nein, bitte nicht schon wieder. Streck doch nicht deine Hände aus, bist du doof? Jetzt kommt wieder so ein High-End-Trip. Boah, ich feiere das voll. Ich habe das auch so gefeiert mit diesen Dings, mit diesen, wo wir da mit dieser Eisfrau waren. Boah, das war so ein krasser Trip. Vision des Feuers. Oh Gott. Finde die größte Angst der Lzila. Samquai Zila Shitauga. Aber wovor haben die Angst? Das ist die Frage. Wenn das wieder so abgefahren wird wie bei Far Cry 4, ey, oh Gott. Mekratin Gledi! Voll der Atompilz. Was? Isila Krati. Erreiche den stehenden Stein. Nura Krati Wasa. Alter, was? Feuer von Krati. Das Feuer von Krati wird von allen Zers gefürchtet. Halte L2 gedrückt und drücke R2, um einen Meteorpfeil abzuschießen und den Zorn der Sonne zu entfesseln. Töte 5 Gegner, um das Feuer von Krati aufzuladen und deinen mächtigen Dreifachschuss für den nächsten Schuss zu erhalten. Nachdem du den Dreifachschuss
nachdem du den Dreifach-Pfeilhagel abgeschossen hast, wechselst du wieder zum Meteor-Pfeil. Ach, du heiliger Strohsack. Alter, wer bin ich denn? Da war doch gerade noch irgendwo einer, ne, oder? Alter! Was, wo? Was, wo? Ja, Survivor! Boah, so einen geilen Pfeil hätte ich auch gerne mal. So, jetzt muss ich eigentlich den Dreierpfeil eigentlich wieder kriegen gleich, oder? Oder bin ich jetzt falsch im Bilde? Ach nee, ich muss ja noch einen töten. Ah, so. Ja, geil. Boah, cool. Feier ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aua, wer hau? Sag mal. So. Alter, was ist denn hier los? So, du. Wer ist der Nächste? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? So. Alter, krass. Alter, wie das hier aussieht. Geh weg, geh weg, Alter. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Zerstöre die stehenden Steine. Ja, ich probier's gerade mal. Ach, da müssen wir bestimmt mit dem Dreierpfeil wahrscheinlich da drauf schießen. Vermute ich mal. Wenn wir den kriegen. Oder auch nicht. Ah, jetzt kann ich hier drüber laufen, komischerweise. Was ich gerade nicht konnte, warum auch immer. Geht doch alle weg, Alter. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich sehe doch nichts. Hier geht doch alle weg. Ihr Penner. Geh doch weg hier. Du brenn doch, du Sau. Und hier brennt auch. Und hast du nicht gesehen. Und Alter, was ist denn hier los? Ja! So. Deine Freundin weiß das. Hallo. Hallo, Rose. Also, willkommen zum Live Let's Play. Mal wieder ein abgefahrener Traum von unserem Medizinmann, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Alter. Boah, wie krass das hier aussieht. Hilfe. Survival. So einen Bogen hätte ich gerne mal im Zombie-Modus bei Call of Duty. Aber den gibt's ja bei Eisendrache. Bei Eisendrache gibt's den, ja. So. Zerschlage den Mond. Bitte was? Soll ich hier echt auf den Mond schießen? Mann, sie sah ihn. Ach, schau, das klappt nicht dein Job. Ach, tatsächlich? Ich werde bekloppt. Okay, dazu brauchen wir wahrscheinlich diesen Dreierpfeil wieder. Durch das Töten von Lisa wieder Bogen. Okay, ja, ja, ja. Wie krass das aber auch hier gemacht ist mit den ganzen. Boah. Das sieht so ein bisschen aus gerade wie bei Destiny. Ohne Spaß. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ich muss den Dreifachschuss auf den Mond zu zerschlagen. Ja, habe ich doch gerade.
Wo ist hier noch ein Gegner? Da hinten. So, jetzt probiere ich das nochmal. Warte. Mond, komm her. Ah, okay. Cool. So. So, da. Ich gewinne, tralala, ich bin. Da flüstert mir jemand ins Öhrchen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber jemand flüstert mir ins Öhrchen. Bleib doch hier. Wo wollt ihr denn hin? Kackmond! Ciao! Brennt ihr Kacksäue! Brennt ihr... Hau ab, geh weg! Lass mich! Aua! Was ist mit dem nicht in Ordnung? Lass mich! So entstand der Atomkrieg. Mission des Feuers abgeschlossen. Yeah. Cool, neue Mission. Sehr geil.